Hallo, ich hab dich doch gerade erst noch gesehen. Das heißt, eben warst du noch hier. Oder bei mir, oder ich bei dir. Oder du wirst nur mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, und glaube mir, von Statistik verstehe ich was, ins Bett gehen und morgen erst den Anrufbeantworter konsultieren. Möglicherweise werden wir morgen zwei verschiedene Menschen sein und nicht mehr dieselbe Sprache sprechen. Gut, abgesehen davon sprechen wir ja eh nicht die gleiche Sprache. Du weder Deutsch, ich noch Griechisch. Naja, vielleicht irgendwann einmal. Vielleicht werden wir aufwachen, verwandelt in einen Käfer und uns auf der Straße nicht wiedererkennen. Uns unter Umständen gar nicht mehr sympathisch finden oder trotzdem wieder irgendwann einmal finden. Vielleicht verirrst du dich und Irre ist menschlich und du bist ein Mensch. Vielleicht verirrst du dich in deiner Traumwelt und es wäre träumbar, dass ich keinen Platz mehr habe. Vielleicht verreist du nach Israel oder nach Griechenland und du wirst für immer da bleiben. Oder du kommst zurück, aber dein Herz bleibt dort. Oder du gehst fort und kommst wieder. Und wir stellen fest, dass unser Lächeln nur ein wenig die Verlegenheit war, keine Sympathie, eher Apathie aufgrund irgendeines anderen nichtigen Vorfalls an jenem Tag. Aber Pathos, Passion, nein, nein, nein. Ein brotloser Lohn. Gut, jetzt fällt mir eigentlich gar nicht mehr ein, warum ich angerufen habe, was ich im Wesentlichen eigentlich sagen wollte. Ich rufe später nochmal an. Schlaf ein derweil. Was ich dir letztes Mal sagen wollte. Ola kala philakia kai apo emena.
Ich weiß überhaupt nicht, ob das richtig ist oder ob ich das vielleicht falsch ausspreche. Aber warum ich jetzt eigentlich angerufen habe, du hast deine Schlüssel bei mir vergessen.